Nachdem wir endlich die ersten 30 Minuten hinter uns gebracht haben, fängt das Spiel nun richtig an. Bevor wir die Handlung jedoch fortsetzen, werden wir uns nochmal durch die Stadt begeben. Beim Rausgehen fängt uns Mabu ab, um uns noch ein Andenken zu geben. Das ist natürlich nicht der einzige Grund. Eigentlich möchte sie mit uns über die letzten Ereignisse reden, doch zaudert sie ein wenig und wünscht uns nur viel Glück. Ich persönlich finde die Darstellung von Mabu sehr niedlich, denn Mabu ist verunsichert über die Dringlichkeit ihres Problems und dieser Missmut staut sich so lange, bis er eskaliert. Was tatsächlich heute leider häufig genug in zwischenmenschlichen Beziehungen passiert, auch ohne Zutun von Onibukus. Nun aber ans Dorf. Unsere Mutter spielt Tutorial, der Spiel der Stadt unterhält uns mit einem Klischee einer Ehe, daher die Frau streitet über die Inkompetenz ihres Mannes und diese nimmt es einfach nur stoisch hin, weil sie zwar liebt, aber keine Lust auf irgendeine Form von Streit hat, was ich tatsächlich als gruselig empfinde, denn ich glaube, jeder von uns kennt exakt jemanden, der so eine Beziehung führt. Deswegen waren wir eigentlich nochmal beim Schmied. Ach ja, Equipment. Und ehrlich, man braucht bis zum Ende des Spiels nie Equipment kaufen, zumal dieser Schmied nicht mal gute Items hat. Jetzt können wir noch diverse Häuser der Dorfbewohner besuchen und das ist äußerst deprimierend, denn man findet fast nur Familienangehörige der Onibubu-Opfer, die in mir jetzt die letzte Hoffnung sehen. Der Grund, warum ich das Dorf jetzt und später noch einmal aufsuche, ist der stete Wandel der Gesinnung der Dorfbewohner im Laufe der Queste. Im Rathaus sind noch die schlafenden Opfer der Onibubu zu finden und zu guter Letzt begeben wir uns zum interessantesten Teil des Dorfes, zum Friedhof. Das klingt irgendwie falsch. Auf dem Friedhof befindet sich der älteste Poto. Dieser erzählt uns die Legenden des Dorfes. Diese Erzählungen sind grafisch ein Augenschmaus, wenn man das Ruckeln mal ignoriert, und audiotechnisch ein Genuss. Denn der alte Mann hat eine fantastische Synchronisationsstimme. Und die Legenden werden in Form von Steintafelnbildern erzählt. Was ich in diesen Legenden wirklich beeindruckend empfinde, ist, dass sie glaubhafte Legenden darstellen. Darauf werde ich gleich nochmal eingehen, denn zuerst hören wir uns die erste Legende an. Der Legende von Alkana. Dies ist ein Märchen aus dem Königreich Gehenna-Pale, welches sich vor langer Zeit über dieses Land erstreckte. Es begab sich einmal, dass Prinz Menek, Sohn des König Karis, mit seinem Vasallen hinaus in den Wald ging, um zu jagen. Doch im Wald wurden sie von einem dichten Nebel eingehüllt und der Prinz kam vom Wege ab und verirrte sich. Als er so ziellos dahin wanderte, kam er auf einmal zu einem Sumpf, in welchem ein riesiger Baum wuchs. Dann hörte es sich an, als ob jemand weinte, aber er wusste nicht, woher das Geräusch kam. Er fand ein Mädchen, das ganz allein dort saß. Sie weinte dort am Sumpfe. »Ich bin Alkana. Ich habe gerade meine Mutter dort begraben, im Sumpf von Uban«, sagte sie. Und dann sah sie zum Prinzen auf. Er war von ihren wunderschönen Augen hingerissen. An diesem Tage verlor er sein Herz an das Mädchen. Das war wahrlich eine schicksalhafte Begegnung. Danach machte der Prinz häufig Ausflüge in den Wald. Ohne Zweifel stattete er dem Mädchen Besuche ab. Das Mädchen hatte eine seltsame Gabe. Sie konnte mit den Insekten und den Bäumen sprechen. Es dauerte nicht lange, bis furchtbar wurde. Der Prinz hätte sein Herz an eine Hexe verloren. Eines Tages spann das Mädchen Seide aus Feenkokons und wob sie zu einem schönen Tuch für den König. Doch der Glanz dieses Tuches warf einen Schatten auf das Königreich. Der König war dermaßen begeistert von der Feenseide, dass er seine Soldaten in den Wald aussandte, wo sie Feenkokons plünderten. Die Feen, die noch in ihren Kokons waren, wurden lebendig gekocht. Der König ließ sie töten, damit er ihre Seide erlangen konnte. Der Prinz flehte seinen Vater an, diese Grausamkeit zu unterlassen, doch der König war nicht mehr derselbe Mann, der er einst gewesen war. Prinz Menek wurde wegen Verrats angeklagt und im tiefsten Verlies des Königs gefangen gehalten. Man hörte nie wieder von ihm. Als das Mädchen vom Tode des Prinzen erfuhr, verfluchte sie und beklagte die Dummheit der Menschen. Alsdann warf sie sich in den Sumpf, in welchem ihre Mutter lag.
Als sie gerade unterging, flüsterte eine Stimme aus dem Nichts ihr zu: Ich bin Elrin. Ich werde dir einen Wunsch gewähren. Sag mir, was du möchtest, sprach die Stimme. Das Mädchen erzählte Elrin von allem, was auf ihrem Herzen lastete. Das Mädchen sagte: Gier trägt zerstörerisches Wissen in sich. Ihre böse Macht soll das Ende des Waldes sein. Alle Hoffnung ist dahin. Die weisen Bestien werden niemals wieder in Frieden mit dem Walde leben. Der einzige Hoffnungsschimmer, der, den ich so liebte, ist durch die Hand der Bestien verschwunden. Jetzt gehe ich dahin, wo meine liebe Menek erwartet. Daraufhin sprach Elrim erneut: Du behauptest also, dass eure wahre Liebe durch die Gier und den Hass der weisen Bestien auseinandergerissen wurde? Wenn das Licht von der Dunkelheit verschluckt ist, werde ich Verderben über das Land kommen lassen und alles in das Nichts zurückführen, aus dem es einst kam. Ich halte die Dunkelheit in deinem Herzen gut fest. Von diesem Tage an erschienen Dämonen im Wald, die alles in Schrecken versetzten, das ihnen begegnete. Und das Königreich Gehenna-Pale ging zugrunde, nach dem Einfall von Onibubu-Schwärmen, der Heuschreckenplage. Die Dämonen, die jetzt im Walde spukten, sind die Geschöpfe, die die Gier in den Herzen der Menschen hervorbrachte. Ich glaube, ihr versteht nun, was ich meine. Das, was eine gute Legende ausmacht, ist der Aufbau eines Mythoses, der zwar aufgeklärt wird, jedoch vage genug ist, um eigene Überlegungen einbringen zu können. Was auch schön ist, ist, wie die Personen des Spiels versuchen, ihre Lage anhand der Vergangenheit zu erklären. Zwar spiegeln Legenden nie wirklich die Vergangenheit in ihrer Gänze wider, jedoch immer Teilaspekte, die dann einen subjektiven Anstrich bekommen. In unserem Fall versuchen die Menschen von Syros, sich ihre Vergangenheit, die Monster im Wald, und ihre Situation über diese Mythen, die sie aufgeschnappt haben, zu erklären. Die Empfindung der Bedrohung wird als uralt dargestellt und schon fast als natürlich. Das ist etwas, was ich selten in Spielen sehe, die zwar eine schöne Welt haben, aber es nicht schaffen, diese zu beseelen. Leider verfällt ein wenig die Stärke der Sagen gegen Ende des Spiels, aber dazu komme ich noch. Was an dieser Legende noch relativ interessant sind, sind zwei Hintergründe. Erstens scheint ihr Name falsch geschrieben zu sein, denn die Mainfilm von Yada Kokon heißt Die Legende von Arakana, nicht Alkana. Und zweitens ist dies eigentlich die beste Beschreibung für Yada Kokon, wie wir noch sehen werden. Nach dieser Geschichte gehen wir nun endlich unserem Ziel entgegen und holen uns kurz den Schlüssel zum ersten Wald, dem Käferwald, bei Louis ab. Im Wachturm angekommen, wird Louis sogar tatsächlich mal charakterisiert. Wir kriegen nur ganz beiläufig die Information mit, dass Louis Eltern im Wald verschwanden. Höchstwahrscheinlich von Monstern getötet und dass er deswegen solch einen Hass auf seine eigene Unfähigkeit schiebt. Da versteht man, warum er Levant nicht leiden kann, denn er möchte selbst gerne in dieser Rolle sein. Da bekommt man glatt Mitleid. Wenn die Synchronstimme von Louis nicht so verdammt nervig wäre. Auf dem Weg zum Wald zeigt uns Louis kurz den Weg zu den Barrieren. Und was ich an dieser Szene toll finde, ist das Sinnbild, das sie vermittelt. Da meine ich die verschwenderische Nutzung von Grafiken. All diese Bilder hier tauchen einmal auf und es gibt noch viele weitere dieser Szenerien. Wirklich viele Szenen in diesem Spiel haben nicht mal irgendetwas dort zu finden. Es gibt keine Items, keine NPCs, sonst was. Sie sind einfach nur da. Da, damit wir uns daran ergötzen. Oder aber wurden gecuttet, weil man einfach nicht genug Budget hatte, um was Sinnvolles damit anzustellen. Kommen wir nun zum Barrierentor. Was sofort auffällt, ist die Darstellung der Tore. Diese sind mit Tierwappen geschmückt, die dem jeweiligen Wald dahinter ihren Namen geben. Ignorieren wir mal die reellen Proportionen der Wälder und sagen wir, diese Tore funktionieren wie Portale. Diese Barrieren scheinen scheinbar von den Nagi damals erstellt worden zu sein, um die Menschen außerhalb des Waldes beschützen zu können. Naja, zumindest bei schwachen Dienern funktioniert es, wie man am Beispiel der Onibubu nicht gesehen hat. Aber ab nun in den Käferwald. Dort wartet mein liebstes Tutorial sofort auf uns. Der blaue Kokonmeister Koris, der in Vertretung zu unserem Vater uns die ersten Schritte des Kokonbändigens beibringt. Dabei werden Themen abgehandelt, wie wir fangen, wie wir kämpfen, wie wir vereinen und natürlich auch noch die Grundlagen des Kokonbändigens an sich. Tutorials in einem Spiel sind immer eine gewisse Sache. Einige hassen sie, weil sie nerven und meistens nicht skippbar sind. Hier ist es jedoch vollständig skippbar. Und
ist in eine so schöne Erklärung gehüllt, dass man sie einfach mögen muss. Zum Beispiel was unsere Diener betrifft und wie wir sie fangen können. Aber lassen wir doch einfach mal Chorus dazu sprechen. Wir werden Kokonmeister genannt, weil wir die Macht haben, magische Diener herbeizurufen. Damit die Diener herbeizitiert werden, müssen wir unsere irdischen Hüllen wechseln. Mit anderen Worten, der Diener wird an unserer Stelle kämpfen. Gebannt durch den Klang der Flöte. Wir sind eben doch nur weiße Bestien, keine gleichwertigen Gegner für die Diener tief im Walde. Das bedeutet, wir lassen Diener gegen Diener kämpfen. Du kannst jedoch immer nur drei magische Geschöpfe gleichzeitig bei dir haben. Jeder Diener besitzt eine von vier einzigartigen elementaren Eigenschaften. Behalte die folgenden Beziehungen gut im Gedächtnis. Erde verdrängt Wasser, Wasser löscht Feuer, Feuer verzehrt Luft und Wind schluckt Erde. Erkenne deinen Gegner und entwickle zuerst eine Strategie. Was ansonsten noch zum Tutorial gesagt werden muss, ist wieder ein Fall für die Videospielkunde, die zweite. Es gibt einen Punkt bei Chorus, den man sich immer erklären lassen sollte, und zwar das Fangen. Denn hier gibt es zwei einzigartige Monster, die man fangen kann und die es nur hier gibt. Das bekannteste Monster ist Arpatron, der niedliche kleine blaue Drache hier, den auch ich habe. Die Alternative ist Fies. Bartolka ist ein Monster, das man nur kriegt, wenn man noch eine Pocket Station im ersten Memory Slot hat, und dann wird anhand der Seriennummer dieser Pocket Station eines der vier Elemente von Bartolka ausgewählt. Warum das unfair ist? Nun ja, Bartolka besitzt erstens einen einzigartigen Skin und ist auch verdammt stark. Erstmal besitzt er Elementarveränderungszauber. Zudem besitzt er einen Elementarheilzauber bzw. Angriffszauber und dazu hat er noch drei Körperteilangriffe, die jeweils noch im Plusmodus sind. Was auch immer das jetzt heißen soll. Das werde ich alles dann später im Kampf- und Fusionsvideo erklären. Nach dem Tutorial möchte Chorus uns ein letztes Mal testen und sagt uns, wir sollen ihn in seiner Hütte im Wald treffen. Das ist auch das Ziel des ersten Waldes. Was gleich auffällt im Wald, ist die detailreiche Grafik des Waldes. Habe ich schon das Wort Wald verwendet? Ich liebe dieses Feeling, das das Spiel mit seinen Hintergrundbildern hervorrufen kann. Die Wälder in Yadakokon haben eigentlich immer diese schönen Gebäude, die von der Natur zurückerobert worden sind. Die Gebäude und Bildhauereien, die wir in den Wäldern finden, sind allesamt Überreste von Gehenna-Pale. Zumindest alle bis auf ein paar Ausnahmen. Und ja, richtig gehört, Gehenna-Pale, das Königreich der Menschen, die scheinbar von den Unibubu zuvor ausradiert worden sind, wie man in der Legende gehört hat. Das scheint zumindest mal wahr zu sein. Ja, umgekehrt. Selbsterfüllende Prophezeiungen sind ja keinerlei Seltenheit in Legenden. In den Wäldern von Yadakokon selbst findet man ein gewisses Schema, wenn man ihre Ausstattung her betrachtet. Es gibt immer waldspezifische Monster, die verschiedene Elemente beinhalten. Es gibt mindestens eine Truhe, dessen Schüsse wir auch in dem jeweiligen Wald finden. Und es gibt immer eine Nicht-Monster-Einheit, die wir bekämpfen müssen. Zum Glück sind das die einzigen Gemeinsamkeiten, die die Wälder haben. Vor allem auf der grafischen und Audioebene unterscheiden sie sich gewaltig. Speziell zum Käferwald lässt sich sagen, dass er ein sehr klassischer Wald ist. Einige große Pilze da, viel Grün dort und die Monster sind doch eher kleinen Tieren nachempfunden. Es gibt ameisenähnliche Monster, schlangenähnliche Monster, irgendetwas nicht jugendfreies, ein Frettchen mit einem Horn. Holen wir uns dann mal kurz den Schlüssel am Brunnen ab, die Truhe geöffnet und gleich geht es auch weiter zum mysteriösen Fremden, der nur rein zufällig aussieht wie Louis und dessen Musik auch nur rein zufällig Louis im Namen beinhaltet. Hier lässt sich sagen, dass eigentlich Chorus dieser Fremde sein sollte. Was dafür spricht, ist das alternative Bildmodell von Chorus in der Spiele-CD, die ihn als maskierten Fremden darstellt. Warum sie sich gegen diese Idee entschieden haben, ist verständlich. Die Grundidee war wahrscheinlich, dass der Test im Wald quasi diesen Kampf ausmachen sollte. Daher Chorus wollte uns überprüfen, indem er uns in Stellvertretung des Waldes attackiert hätte. Jedoch kann man diesen Kampf auch überspringen, indem man einfach einen anderen Pfad nimmt und das Ganze wäre also obsolet. Louis anstatt seiner zu wählen, unterstützt aber jetzt noch seine Charakterentwicklung, indem er überprüft, ob wir würdig sind, seine Aufgabe zu übernehmen. Er glaubt es ja selbst nicht. Das ist quasi eine Win-Win-Situation für die Entwickler gewesen. Was sich dadurch aber ergibt, ist die Frage, wie er in den Wald kam. Scheinbar hat Chorus ihm geholfen, was die ganze Situation eigentlich sogar noch interessanter macht, aber was leider nie wirklich geklärt wird. Kleiner Punkt am Rande, aus einem mir nicht bekannten Grund hat mein Emulator bei jedem NPC-Menschen als Gegner das Problem, dass seine Waffe nicht animiert wird. Daher Louis kämpft schon mit einer Axt oder einem Speer, glaube ich, gegen meine Monster und nicht nur mit einer Knüppelhandposition. Nachdem wir Louis besiegt haben, was nicht schwer war, er ist ja auch nur Level 1, sammeln wir noch den Wasserspeer in seinem Haus daneben ein und laufen zu Chorus, der in seinem Haus residiert.
noch vorher den Warp-Schlüssel nebenan aufgeholt, den wir für den Teleporter benötigen, und der Käferwald ist abgeschlossen. Der Wald selbst braucht gerade mal 20 bis 30 Minuten, je nachdem wie lange man sich von den Kämpfen und Co. ablenken lässt. Bei Chorus angekommen berichtet er uns darüber, dass er bei seinen Recherchen nicht direkt auf das Kalabaskraut gestoßen ist, sondern lediglich auf eine Legende, die sie vermuten lässt. Mit diesem Wissen und dem Libellentorschlüssel verabschieden wir uns nun von Chorus, den wir so nicht wieder treffen werden, und gehen zurück zu Garai und zum Ende dieses Kapitels. Der himmlische Geist widersetzt sich dem großen Vater und wirft seine Fesseln von sich. Jetzt ist er mit den Ketten der Freiheit gebunden. Der Vogelmensch.